An dem Tag ging es wieder los mit einem Saft. Den habe ich hier einfach weiter getrunken, wieder ungefähr so ein halbes Glas. Danach habe ich mir dann noch was für unterwegs eingepackt und ich hatte hier Weintrauben und Bananen. Die habe ich dann einfach im Büro gegessen. Und dann wieder zurück zu Hause habe ich mir Reis gekocht und habe dazu das restliche Chili gegessen von gestern. Das hat super lecker geschmeckt und danach habe ich mir ein bisschen Gurke klein geschnitten und die habe ich dann zusammen mit dem restlichen Reis einfach, ja, vermischt. Und da ich aktuell nur diese halben Sushi-Blätter da habe, war ich zu faul, die zu füllen und habe mir dann einfach hier in die kleine Schüssel ein bisschen Sojasauce reingemacht und habe mir dann Nori-Blätter einfach noch ein bisschen kleiner geschnitten. Und dann habe ich die einfach so als, ja, kleine Taco-Teile genommen und habe die dann mit dem Reis und der Gurke gefüllt, Sriracha drauf und habe das dann so gegessen und das ging recht gut. Hat auf jeden Fall super lecker geschmeckt. Und ein kleines bisschen Reis habe ich mir noch aufgehoben und das habe ich dann hier wieder zusammen mit Wasser und ein bisschen Zucker püriert, bis es so eine richtig schöne Reismilch wieder geworden ist. Und dann habe ich hier die Cornflakes gegessen, die ich noch da hatte, zusammen mit der Reismilch und es hat mega lecker geschmeckt. Ich glaube, das ist mein neuer Lieblingsmilchersatz. Zum Abend hatte ich dann noch Lust auf ein Süppchen und habe mir wieder so Nudelsuppe mit Brokkoli gekocht und das war auch super lecker. Yummy! An dem Tag ging es wieder los mit Saft und da habe ich einfach hier den Rest getrunken und habe den dann noch mit Wasser aufgefüllt. War super lecker. Danach habe ich mir dann einen Smoothie gemacht und dafür habe ich hier einfach ein paar Bananen reingemacht. 4 Stück, die waren echt riesig. Und dazu habe ich dann noch die restlichen Himbeeren aufgebraucht. Dann noch Wasser dazu und das habe ich dann einfach wieder pürieren lassen. Den habe ich mir dann schmecken lassen, war mega gut. Danach habe ich dann angefangen, 2 Bananenkuchen oder Brote zu backen. Einen glutenfrei und einen nicht glutenfrei. Dafür habe ich erstmal ein paar Bananen jeweils reingemacht. In den nicht glutenfreien habe ich dann noch Apfel reingemacht, Salz und Zimt in beide. Dann noch ein bisschen Vanille in beide und Zucker nur in den nicht glutenfreien. Dann noch Backpulver dazu, dann habe ich erstmal alles vermischt. Und in den glutenfreien habe ich Reismehl und Kokosmehl reingemacht und in den anderen einfach Weizenmehl. Und die habe ich dann einfach backen lassen. Ich habe mir dann noch was zu essen gekocht und dafür habe ich hier einfach den Spargoli reingemacht mit ein bisschen Wasser und Sojasauce und habe mir Reis dazu gekocht und das hat super lecker zusammengeschmeckt. Danach waren meine 2 Kuchen auch schon fertig, die habe ich dann einfach eingepackt. Den restlichen Reis habe ich dann noch so als kleine Sushi-Tacos gegessen, war mega lecker. Ich habe dann noch eine Scheibe Bananenbrot gegessen und habe den Rest dann mitgenommen und abends war davon nicht mehr so viel übrig. Ich habe dann noch eine Scheibe gegessen, yummy! An dem Tag ging es bei mir los mit einem Rote-Bete-Saft. Da hatte ich mal wieder voll Bock drauf und der hat voll lecker geschmeckt. Danach habe ich dann angefangen, Orangen zu schneiden, beziehungsweise habe ich sie einfach nur alle halbiert. Und die waren irgendwie nicht so saftig, wie ich sie mir vorgestellt habe. Deswegen habe ich gleich, ja, ganz viele genommen und gehofft, dass da ein bisschen was an Saft rauskommt. Ich habe die dann hier einfach oben auf den Aufsatz drauf gesteckt und habe die dann ausgepresst. Und der presst es echt richtig gut aus. Und ja, wie erwartet, ist nicht ganz so viel Saft rausgekommen, aber es hat trotzdem gereicht und war super lecker. Später habe ich mir dann Reis gekocht und dazu habe ich mir dann mal wieder Baked Beans gemacht. Darauf hatte ich voll Bock. Und die Kombination geht auch voll klar und hat voll lecker geschmeckt. Den restlichen Reis habe ich dann noch als Sushi-Tacos gegessen und dafür habe ich erstmal ein bisschen Sojasauce hier reingemacht. Dann habe ich noch ein paar Nori-Blätter klein geschnitten. Und dann habe ich die auch schon so befüllt. Und dazu gab es natürlich wieder Chili-Soße. War super lecker. Yummy. So, ich habe gerade noch einen Mini-Einkauf gemacht. Und ich zeige euch das natürlich wieder. Einmal. Ich fand, die sahen richtig gut aus. Probier mal eine. Die sind richtig lecker. Ich hätte schon eine probieren sollen, hätte ich mehr mitgenommen. Und dann habe ich Pilze. Im Angebot. Ein paar Zitronen. Zucchinis. Hier ist noch einer und noch einer, insgesamt 4. Noch einen Sellerie, habe ich auch mitgenommen. Einen Blutorangensaft. Noch 2 Gurken. Ah ja, und hier ist noch mein O-Saft. Das war's. An dem Tag ging es auch wieder los mit einem großen Glas Wasser. Das nehme ich zwar nicht jeden Tag auf, aber ja, trinke ich jeden Morgen. Und danach habe ich mir dann angefangen, einen O-Saft zu machen. Dafür habe ich erstmal ganz viele Orangen geteilt und ja, habe die dann einfach angefangen auszupressen. Und das waren echt viele Orangen und am Ende war es noch nicht mal 1 Liter Saft, aber es hat trotzdem super lecker geschmeckt. Danach habe ich dann angefangen, was zu kochen. Dafür habe ich Zucchini und noch ein paar Pilze klein geschnippelt und dazu dann einfach ein bisschen Sojasauce und Wasser und habe das köcheln lassen. Ich habe mir dazu natürlich wieder Reis gekocht und dann einfach das Gemüse dazu gegeben und es hat super lecker geschmeckt. Ich hatte dann mal wieder voll Lust, was Neues auszuprobieren und zwar süßes Sushi und dafür habe ich einfach Banane genommen als Füllung. Habe das ganz normal gewickelt wie Sushi und habe das dann auch klein geschnitten und so sahen die dann aus.
Ich hatte nicht wirklich einen Dip dazu, aber ich habe mir gedacht, Zimt und Banane geht auf jeden Fall klar. Deswegen habe ich hier einfach so ein bisschen Zimt und Zucker zusammengemischt. Und es hat tatsächlich einfach mega lecker zusammengeschmeckt. Davon ist nichts übrig geblieben. Danach hatte ich dann auch nochmal direkt Motivation für ein Experiment und habe hier ein bisschen Zitronenschale reingemacht, dann Reis, Wasser und ein bisschen Hefeflocken. Habe das dann zusammen püriert, dass es so cremig geworden ist. Habe dann noch ein bisschen Knoblauch, Pfeffer, Salz und ein bisschen Pastawasser und Zitrone noch rangemacht. Konsistenz und Cremigkeit fand ich mega, aber sie hat mich geschmacklich noch nicht ganz so überzeugt. Ich bin allerdings auch nicht so ein Zitronenfan. Abends gab es dann noch Pizzabrote. Yummy! An dem Tag ging es bei mir wieder los mit einem Saft und ich habe hier die Hälfte Wasser genommen und dann die Hälfte Saft noch dazu und es hat super lecker geschmeckt. Danach hatte ich dann Lust auf Honigmelone und ich war noch ein bisschen skeptisch, ob die schmeckt, aber die hat einfach mega süß geschmeckt, war super lecker. Später habe ich dann einfach noch eine Banane gesnackt und dann habe ich mir wieder Reis gekocht, habe ungefähr die Hälfte auf den Teller gemacht und dazu gab es dann noch Baked Beans. Und später habe ich dann noch den restlichen Reis gegessen und dazu habe ich mir ein bisschen Gurke klein geschnitten, dann noch ein paar Nori-Blätter dazu und als Soße gab es wieder Sojasauce dazu. Und ich habe dann einfach hier wieder so kleine Sushi-Tacos gemacht und die haben super lecker geschmeckt. Und später gab es dann einfach noch einen Ingwer-Shot mit Wasser. Yummy! An dem Tag ging es los mit einer Banane, die habe ich einfach gesnackt und danach habe ich mir noch was für unterwegs eingepackt, einen halben Saft und ein paar Bananen. Wieder zurück habe ich mir dann ein paar Pilze klein geschnitten, dann noch eine Zucchini, habe das alles hier zusammen in die Pfanne reingegeben mit Knoblauch, Salz und Pfeffer, ein bisschen Sojasauce und Wasser. Das habe ich dann einfach köcheln lassen und habe mir dazu wieder Reis gekocht. Und dann war mein Gemüse auch schon fertig. Das habe ich dann einfach noch mit dazugegeben und das hat super lecker zusammengeschmeckt. Später habe ich dann den Rest vom Reis zusammen mit Gurke und Nori wieder so kleine Sushi-Tacos draus gemacht. Und dazu gab es wieder Chili-Soße und Sojasauce. War auch super lecker. Später hatte ich dann noch Lust auf Pizzabrot und dafür habe ich hier einfach wieder 4 Scheiben genommen. Dann ein bisschen Tomatenmark drauf und Pilze, ein bisschen Salz, Pfeffer und Knoblauch drüber und habe die einfach backen lassen. So sahen die dann fertig aus und die haben auch super lecker geschmeckt. Yummy! An dem Tag ging es bei mir wieder los mit einem Saft und da habe ich hier die Hälfte Wasser und die Hälfte O-Saft genommen und es hat super lecker geschmeckt. Danach habe ich mir dann angefangen, einen Smoothie zu machen. Dafür habe ich erstmal ein paar Bananen hier in den Mixer reingemacht und dann noch ein paar gefrorene Himbeeren dazu. Dann natürlich noch reichlich Wasser dazu, habe das einfach pürieren lassen und es ist einfach einer meiner Lieblingssmoothies. Der schmeckt so lecker. Zwischendurch gab es dann noch so einen Rest Traubensaft und dann habe ich angefangen, was zu kochen. Dafür habe ich einfach Zucchini klein geschnitten und dann noch die restlichen Pilze, die ich da hatte. Dazu dann wieder ein bisschen Wasser und Sojasauce und habe das einfach köcheln lassen. Dazu habe ich mir dann wieder Reis gekocht und dann war das auch schon fertig. Und die andere Hälfte vom Reis habe ich mir aufgehoben, um mir dann später noch Sushi-Tacos zu machen. Ich habe dann erstmal den Reis mit dem Gemüse gegessen und später habe ich mir dann die Sushi-Tacos gemacht, als der Reis dann kalt war. Es war super lecker. Und abends hatte ich noch Lust auf was Süßes und habe mir einfach ein paar Maiswaffeln gemacht. Yummy!